Es kann gut sein, dass das Umfeld und auch ich als Betreuerin sage, eigentlich wäre der Betroffene besser in einer Einrichtung aufgehoben. Aber der Betroffene möchte da partout nicht hin. Dann habe ich als Betreuerin keine Chance, gegen den Willen des Betroffenen ihn da hinzubekommen. Ausnahmen sind, derjenige würde sich selbst, also zu Hause gefährden selbst oder sowas, oder könnte seinen freien Willen gar nicht selber äußern. Willkommen zum Podcast von Amsel e.V., dein Podcast rund um das Leben mit Multipler Sklerose für Betroffene und Angehörige. MS-Infos zum Anhören. Ich begrüße alle, die uns heute Abend hier zuschauen und sich auch beteiligen mit vielen Fragen. MS-Betroffene mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen sind oft auf die Hilfe von Familienangehörigen angewiesen, um ihre persönlichen Angelegenheiten zu regeln. Aber nicht immer sind Familienangehörige, Verwandte oder gute Freunde da, die zum Beispiel im Rahmen mit einer Vorsorgevollmacht stellvertretend vielleicht Anträge für sie stellen können oder sie auch sonst unterstützen können. Fremde Personen, persönliche Angelegenheiten darin einzubinden, das fällt vielen schwer. Auch die Furcht vor Verlust der eigenen Selbstbestimmung und Autonomie spielen immer wieder da eine Rolle. Betreuungsvereine können da sehr wertvolle Ansprechpartner sein, an die sich auch MS-Betroffene in einem ersten Schritt beratend wenden können. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir Frau Kurz gewinnen konnten zu diesem Vortrag heute Abend. Und Frau Kurz wird Sie informieren darüber, mit welchen Fragen Sie sich an Betreuungsvereine wenden können, welche Unterstützung darüber hinaus auch Betreuungsvereine anbieten. Sie wird informieren über Voraussetzungen und Abläufe auch einer gesetzlichen Betreuung. Sie können jederzeit Fragen stellen. Das ist gewollt von uns. Ich denke, das macht es lebhaft auch. Okay, und insofern möchte ich jetzt gern Ihnen das Wort übergeben, Frau Kurz, und wünsche alle einen guten Abend mit zusammen. Danke. Danke, Frau Huber. Danke, Herr Kroll. Hallo zusammen da draußen im World Wide Web. Es ist spannend für mich, heute ist der erste Vortrag, wo ich keinen Gegenüber habe und die Leute hier in einer Videokonferenz sehe, sondern nur sie draußen, ich sie nicht sehe. Deshalb spannend für uns, spannend für Sie mein Thema. Mein Name ist Stefanie Kurz, ich bin seit 18 Jahren bei KM in Heidelberg angestellt, bin seit diesem Sommer stellvertretende Geschäftsführerin dort und bin in dem Bereich Querschnittsarbeit, das ist die Arbeit mit den ehrenamtlichen Beratungstätigkeit, im Bereich Vereinsbetreuungen tätig. Ich selber führe eine Vielzahl Selbstbetreuungen und weiß daher, was Betroffene für Probleme haben und wo wir sie da unterstützen können. Und wie gesagt, bin seit 18 Jahren auch in der Beratung tätig. Ich gebe Ihnen jetzt mal meinen Bildschirm frei. Und ich erzähle Ihnen heute ein bisschen was zur rechtlichen Betreuung. Was ist das überhaupt? Und stelle Ihnen die Aufgaben vor, die wir als Betreuungsverein einfach haben. Und da dürfen auch Sie sich natürlich bei uns melden, beziehungsweise bei den Kolleginnen. Es gibt viele Betreuungsvereine in Baden-Württemberg. Die rechtliche Betreuung steht seit diesem Jahr in Paragraphen 18, 14 fortfolgende im BGB. Und es gibt Voraussetzungen, die man braucht, dass man einen rechtlichen Betreuer an die Seite gestellt bekommt. Es muss eine Krankheit körperlich, psychisch oder geistig oder eine Behinderung körperlich, psychisch, geistig vorliegen. Und dazu, ganz wichtig, muss dazu gehören, dass sie aufgrund dieser Krankheit ihre Angelegenheiten selbst nicht regeln können. Wenn man die Sachen alle noch selbst regeln kann und eine psychische Erkrankung hat oder MS hat, dann braucht man keinen rechtlichen Betreuer und man wird auch keinen rechtlichen Betreuer vom Gericht erhalten. Wie läuft dieses gerichtliche Verfahren für die Bestellung eines rechtlichen Betreuers ab? Es gibt zunächst eine Anregung beim Betreuungsgericht.
Es ist angegliedert bei den Amtsgerichten und da gibt es ganz viele landesweit in Baden-Württemberg. Allein in der Region Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis, wo ich ja tätig bin, arbeiten wir mit 5 unterschiedlichen Gerichten zusammen. Also das ist immer wohnortbezogen, welches Amtsgericht zuständig ist. Die Anregung beim Betreuungsgericht, dann gibt das Betreuungsgericht ein Gutachten in Auftrag, beziehungsweise ein ärztliches Attest. Und das kann Ihr Hausarzt erzählen, der Neurologe. Das wird aber gebraucht, dass klar ist, es liegt eine Erkrankung oder Behinderung vor und derjenige kann aufgrund dieser Erkrankung seine Sachen nicht selber regeln. Dann wird die Betreuungsbehörde, die bei den Stadtkreisen bzw. bei den Landkreisen angesiedelt ist, mit ins Boot geholt und die schreiben einen Sozialbericht. Die schauen, was braucht derjenige denn überhaupt für eine Unterstützung. Gibt es vielleicht jemanden, der schon Eile übernimmt und wäre auch bereit, mehr zu übernehmen? Auch der Bericht geht wie das ärztliche Gutachten, das Attest an das Gericht. Und dann wird es von der Richterin oder dem Richter eine persönliche Anhörung des Betroffenen geben. Diese Anhörung soll in der eigenen persönlichen Umgebung stattfinden, kann aber auch, wenn das machbar ist, beim Gericht im Gericht stattfinden. Bei dieser Anhörung wird der Bericht der Betreuungsbehörde und das ärztliche Attest mit dem Betroffenen besprochen und gegebenenfalls wird dann auch überlegt miteinander, was ist sinnvoll, was weiß ich, der Arzt sagt, eine Betreuung sollte für 7 Jahre das Maximum gestellt werden und der Betroffene sagt, aber ich glaube, das könnte sich noch mal verbessern, liegt momentan an meinem Schub oder sowas. Ich möchte erstmal für ein Jahr oder für 2, dann ist das auch ein Stückchen Verhandlungssache mit dem Richter, mit der Richterin. Und dann, nach der Anhörung, verfasst der Richter, die Richterin einen Beschluss. Und in dem Beschluss besteht, dass das Amtsgericht in zum Beispiel Heidelberg oder in Sinsheim der Person X, den Betreuer Y, an die Seite stellt und dass der Betreuer folgende Aufgaben übernimmt. Und in dem Beschluss steht aber auch, warum das Gericht so entschieden hat. Da gibt es eine Begründung. Und da stehen die ärztlichen Diagnosen zum Beispiel drin. Und das ist ein Grund, warum es zusätzlich zum Beschluss bei der Verpflichtung des Betreuers beim Rechtspfleger einen Betreuerausweis gibt. In dem steht nämlich nur, der Betroffene X hat den Betreuer Y für folgende Aufgabenkreise an die Seite gestellt bekommen. Und mit dem Ausweis kann sich der Betreuer, die Betreuerin legitimieren. Und von daher ist da mit dem Ausweis der Datenschutz, da erfährt dann nicht die Bank, wer welche Erkrankungen hat, sichergestellt. Der rechtliche Betreuer, ich weiß, in den Fernsehsendungen gibt es ganz viele Fernsehsendungen, die den Betreuer als schwarzes Schaf darstellen, der den Leuten die Häuser verkauft, der ihnen das Geld wegnimmt und solche Dinge. Das habe ich in 18 Jahren beim SKM leider nie erlebt, also nicht leider nicht erlebt, eigentlich Gott sei Dank nicht erlebt. Ich kann da nicht mitsprechen. Wir vermitteln Ehrenamtliche und sind bei uns im Haus 4 hauptamtliche Berufsbetreuer, Berufsbetreuerinnen, die das beruflich machen. Bei uns, ja, da wir Angestellte sind, sind wir Vereinsbetreuer. Und wir haben im Haus um die 200 Ehrenamtliche, die wir begleiten, die eine oder mehrere Betreuungen führen. Und wie gesagt, ja, es passieren mal Fehler, aber es ist nie irgendwie hinterrücks ein Haus verkauft worden oder sowas, so dass es bei uns ins Fernsehen gekommen wäre. Von daher ist es ganz wichtig, dass Sie wissen, der rechtliche Betreuer ist in der Regel ein Angehöriger. Der rechtliche Betreuer oder auch die rechtliche Betreuerin, ich habe hier mich für eine Schreibweise entschieden, natürlich weiß ich, es gibt mehrere, handelt nach den Wünschen und dem Willen des Betreuten. Und er regelt die Angelegenheiten nur in den erforderlichen Aufgabenkreisen, für die er vom Gericht bestellt wurde.
Da gibt es zum Beispiel die Vermögenssorge, die Aufenthaltsbestimmung, die Vertretung gegenüber Behörden oder die Gesundheitssorge. Und wenn ich nur die Vermögenssorge und die Vertretung gegenüber Behörden innehabe, kann ich mit keinem Arzt rechnen. Ist kein Arzt mir gegenüber von der Schweigepflicht entbunden. Und von daher kann ich für den Betreuten gar nicht tätig werden im Bereich Gesundheit. Oder wenn derjenige das mit der Vermögenssorge alles noch selber kann und ich habe nur die Vertretung gegenüber Behörden und Gesundheitssorge, dann darf ich mit den Ärzten reden, darf aber auch nicht ans Konto von Betreuten gehen. Und der Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung, der macht bei vielen Angst und Sorge und Schrecken, aber die hoffe ich Ihnen jetzt zu nehmen, wenn ich Ihnen sage, das ist ein melderechtlicher Aufgabenkreis. Wenn der Betreute umgezogen ist, darf ich den mit dem Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung bei der Gemeinde an- und abmelden. Wenn es kann gut sein, dass das Umfeld und auch ich als Betreuerin sage, eigentlich wäre der Betroffene besser in einer Einrichtung aufgehoben. Aber der Betroffene möchte da partout nicht sein. Dann habe ich als Betreuerin keine Chance, gegen den Willen des Betroffenen ihn da hinzubekommen. Ausnahmen sind, derjenige würde sich selbst, also zu Hause gefährden selbst oder sowas, oder könnte seinen freien Willen gar nicht selber äußern. Und der rechtliche Betreuer muss die zu betreuende Person oder die betreute Person immer mit einbeziehen. Sind wir seit diesem Jahr als rechtliche Betreuer alle verpflichtet, unseren Jahresbericht, den wir schreiben müssen, mit den Betroffenen zu besprechen. Und wenn dann auch der Betroffene eine andere Ansicht hat, dann müssen wir die dem Gericht in unserem Bericht mitteilen. Ich weiß, in vielen Köpfen heißt noch, die rechtliche Betreuung ist eine Entmündigung und ich kann da nicht mehr selbst bestimmen. Nein, ist es nicht und das schon seit 1992, also schon eine ganz, ganz lange Zeit. Wer eine Betreuung an die Seite gestellt, ein Betreuer, eine Betreuerin an die Seite gestellt bekommt, behält seine Geschäftsfähigkeit. Und das bleibt auch so, also wenn das ein dementer Mensch ist, oder also die Geschäftsfähigkeit bleibt bestehen. Es gibt die einzige Ausnahme, und da muss vom Gericht wieder mit ärztlichem Gutachten, Bericht der Betreuungsbehörde und vorheriger Nachweis, dass sich der Betroffene selbst massiv schädigt, kann in dem Bereich Vermögenssorge zum Beispiel ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet werden. Und auch dann ist der Betroffene nicht entmündigt, sondern er ist auch nicht mehr voll geschäftsfähig, sondern er ist beschränkt geschäftsfähig. Und beschränkt geschäftsfähig sind alle Kinder und Jugendliche zwischen 7 und der Vollendung des 18. Lebensjahres. Da dürfen nämlich die Eltern als Sorgeberechtigte, wenn die sich von ihrem Kommuniongeld, Konfirmationsgeld, sonstiges in irgendeinem Elektromarkt eine große Play-Konsole kaufen und die Eltern wollen das nicht, dann können sie das Geschäft rückabwickeln. Also ein Betreuter mit Einwilligungsvorbehalt darf auch selber in den Supermarkt gehen, seine Lebensmittel kaufen. Ich hatte eine Betreute, die hat am Telefon jeden, der ihr ein Gewinnspiel, ein Abo oder sonst was angeboten hat, ihre Bankverbindung gegeben. Und das hat dazu geführt, dass ich zwischen 8 und 20 Lastschriften im Monat habe zurückgehen lassen, weil das konnte sie sich von ihrer kleinen Rente gar nicht leisten. Und das war dann ein Grund, wo ich gesagt habe, ihr Lieben, ich muss einen Einwilligungsvorbehalt beantragen, weil ich kann Lastschriften zurückgehen lassen, aber wenn mal Ware kommt oder sowas, ich kann die gar nicht zurückschicken. Und das Geschäft rückgehen ist mal. Und dann habe ich das gemacht und das hat dann dazu geführt, dass wir da Ruhe reinbekommen haben. Und wir haben jetzt einen jungen Betreuten, der eine psychische Erkrankung hat, der in einer Phase war, wo er alles online bestellt hat, ob das Konto gedeckt war oder nicht, das auch noch auf eine Monatsrechnung lebt von Sozialleistungen und hat gar nicht das Geld, diese Monatsrechnung zu bezahlen. Und auch da blieb der Kollegin nichts anderes übrig, einen Einwilligungsvorbehalt zu beantragen,
weil er sich ja absolut in die Schulden treiben würde, reiten würde. Und wenn wir von einer Monatsrechnung von 60 Euro oder so reden würden, das war es nicht. Wir waren kurz vor dem Vierstelligen. Und von daher war das sinnvoll. Welche Aufgaben hat ein rechtlicher Betreuer? Der rechtliche Betreuer handelt und vertritt den Betroffenen nach dessen Wünschen und dessen Willen im Rahmen der übertragenen Aufgabenkreise, die im Sozialbericht und mit dem Gericht entschieden wurden. Der Betreuer muss regelmäßig an das Betreuungsgericht Berichte ablegen. Der erste Bericht ist schon in den ersten 3 Monaten fällig, da ist nämlich der Anfangsbericht, wenn die Betreuung neu übernommen wird. Und dann muss auch überlegt werden mit den Betroffenen, welche Ziele man erreichen möchte. Nach 12 Monaten nach der Bestellung ist der erste Jahresbericht fällig. Der wird dann regelmäßig fällig, einmal im Jahr. Und zusätzlich, wenn man die Vermögensangelegenheiten übernommen hat, muss man Rechnung legen. Und das muss man dem Gericht erklären, was man genau mit dem Geld gemacht. Mit Nachweisen und Kontoauszügen und jeder Rechnung und quasi genau wirklich abrechnen, was man da gemacht hat mit einer Aufstellung. Ausnahme sind die befreiten Betreuer und befreite Betreuer sind Ehegatten, Geschwister und Kömmlinge in gerader Ordnung. Also auch Eltern oder nach unten in der geraden Linie die Kinder und Enkel. Ist keine Aufgabe eines rechtlichen Betreuers. Denn der rechtliche Betreuer ist ein rechtlicher Betreuer und vertritt den Betroffenen rechtlich nach außen. Bühlen, Putzen, pflegerische Aufgaben sind nicht die Aufgaben des rechtlichen Betreuers. Auch jede Woche zum Kaffeetrinken vorbeizukommen, ist keine Aufgabe des rechtlichen Betreuers. Der rechtliche Betreuer muss organisieren, dass gespült wird und sauber gemacht wird beim Betroffenen. Und im Bereich der Vermögenssorge darf er auch nicht mit der Betroffenen oder dem Betroffenen in die Spielbank gehen und versuchen, da das Geld zu vermehren. Da muss man aufpassen. Die rechtliche Betreuung. Es gibt einen Erforderlichkeitsgrundsatz, dass ein rechtlicher Betreuer nur Angelegenheiten und Aufgaben übernehmen darf und für die auch bestellt werden darf, die tatsächlich anfallen und nicht von einem Betroffenen oder durch andere Hilfen erledigt werden können. Deswegen gibt es diese Beschränkung auf bestimmte Aufgabenkreise, wie die Vermögenssorge. Da erklärt sich, geht es um die Finanzen oder Vertretung gegenüber Behörden, das sind Anträge stellen, Zuzahlungsbefreiung, solche Dinge. Und Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung. Eine Betreuung darf nie gegen den Willen des Betroffenen eingerichtet werden, außer der Betroffene kann aufgrund seiner Erkrankung selbst keinen freien Willen mehr bilden. Und dann nur wenn ein Gutachter sagt, der kann keinen freien Willen mehr bilden, dann kann auch mal eine Betreuung gegen den Willen des Betroffenen eingerichtet werden. Aber dafür muss eine schwerstgradige psychische Erkrankung oder eine fortgeschrittenste Demenz oder sowas vorliegen, dass sowas passiert. In Deutschland gibt es das Recht, quasi sich zu Tode zu trinken mit Alkohol. Da wird nie einer sagen, der darf das nicht, weil das ist der Punkt. Der freie Wille hat hier bei uns in Deutschland einen ganz, ganz hohen Wert. Und wenn der sich damit zugrunde richtet, ist es seine freie Entscheidung. Würde ich noch einen kurzen Zwischending geben? Ja. Auch kurz, es gibt noch keine Fragen. Sollen wir einfach dann im Vortrag fortsetzen oder? Oder haben Sie noch Fragen Ihrer Liste oder so was? Ja, ich hätte jetzt eine Frage zum Beispiel, wer kann denn eine Betreuung anregen? Weil Sie haben gesagt, eine Betreuung wird angeregt. Von wem kann die denn angeregt werden? Also sie kann zum einen beantragt werden sogar vom Betroffenen selbst, dann ist es ein Antrag.
Und anregen kann quasi jeder für sie. Also das kann jeder machen, der Nachbar, Freunde. Wenn ich jetzt meine würde, Frau Huber, ich nehme Sie jetzt als Beispiel, Ihre Moderation ist nicht passend heute Abend und Ihre Kleidung wäre jetzt für den Anlass nicht passend oder sowas, dann könnte ich theoretisch für Sie eine Betreuung beantragen beim zuständigen Betreuungsgericht. Okay. Und dann würde geschaut, braucht die Frau Huber das oder hat die Frau Kurz ihre Spinneritis so? Ja, okay. Also die Hürden sind relativ gering sozusagen, dass man sagen kann, wenn jemand Sorge hat, dass jemand nicht mehr zurechtkommt, dann könnte er das anregen, Angehörige, genau. Freunde, Und dann wird oder so. Durch das ärztliche Gutachten und den Sozialbericht geschaut, ist da wirklicher Hilfebedarf oder immer so ein Beispiel, hier geht es heute nicht um die Demenz, aber es gibt demenzkrank ältere Herrschaften, die noch im eigenen Haus wohnen und wenn die dann jetzt, es wird Winter, es ist dunkel und wenn die jetzt abends nur im Nachthemd verkleidet, es hat schon geschneit, anfangen Schnee zu kippen, dann müsste man überlegen, ob sie der Jahreszeit entsprechend richtig gekleidet sind und ob sie dann noch irgendwie das entscheiden können, was sie da anziehen oder ob sie Unterstützung brauchen. Ja, okay. Ich möchte einfach nochmal den Part nutzen, jetzt Sie zu ermuntern, wenn Sie wirklich Fragen oder wenn sich Fragen ergeben, stellen Sie es gern ein. Ich denke nur so, wissen wir, wo gibt es eben Fragestellungen für Ihnen, können es beantworten. Sonst, Frau Kurz, gebe ich Ihnen das Wort und schalte mich jetzt wieder in den Hintergrund. Gut. Dann machen wir beim Aufgabenkreis der Gesundheitssorge weiter. Klar, auch hier die Orientierung des Betreuerhandels am Willen und an den Wünschen des Betroffenen. Ich sehe hier gerade, hier steht noch das Wohl, das hat sich eingeschlichen. Das war bis letztes Jahr ein Part, der im Gesetz stand, dass es zum Wohl des Betroffenen ist. Der ist dieses Jahr 2023 gestrichen worden. Es geht nur nach den Wünschen und den Willen des Betroffenen, weil man festgestellt hat, wenn ein anderer entscheidet, das Wohl der betroffenen Person ist, ist es ein bisschen schwierig, deswegen nur noch Wille und Wünsche. Bei der Gesundheitssorge muss man einfach ganz arg darauf aufpassen, dass die betroffene Person ein sehr hohes Selbstbestimmungsrecht hat. Und ja, auch im Bereich der Medizin ist die Bürokratie hier in Deutschland sehr groß geworden und die Ärzte möchten sich absichern und wenn die hören, es gibt einen Bevollmächtigten, es gibt einen rechtlichen Betreuer, dann möchten die auf jeden Fall, dass der die Einwilligung unterschreibt. Wenn sie das tun als rechtlicher Betreuer, ohne mit dem Betroffenen zu reden und gucken, ob der Betroffene vielleicht sich selbst einwilligen kann, dann machen sie sich strafbar. Der Arzt macht sich auch strafbar, weil der Arzt ist verpflichtet, sich seinem Klienten, seinem Patienten zu widmen. Und er muss zur Not auch eine Aufklärung machen für jemanden, der nicht Medizin studiert hat, der vielleicht eine geistige oder eine Intelligenzminderung hat, der eine kognitive Einschränkung hat und länger braucht, etwas zu verstehen. Und von daher gehen wir bei uns beim SKM den Weg und sagen, klären Sie bitte unseren Betroffenen, unseren Betreuten, unsere Betreute auf. Lassen Sie die Einwilligungserklärung unterschreiben. Und wenn Sie meinen, Sie brauchen wirklich noch eine Unterschrift von eurer Betreuerin, dann sind Sie so gut und faxen Sie uns das Exemplar, was vom Betroffenen schon unterschrieben ist. Klar, es gibt Betreute, die können das nicht, aber viele, viele Betreute können selbst entscheiden, wenn man ihnen Zeit lässt, das selber zu entscheiden. Mit dem Aufgabenkreis der Gesundheitssorge sind Ärzte und Pflegepersonal dem Betreuer gegenüber von der Schweigepflicht entbunden. Sie kriegen also jegliche Auskünfte, die auch der Betroffene kriegen würde. Sie können sich einen Medikamentenplan zukommen lassen. Sie können den Arzt fragen, hat er seine Termine wahrgenommen? All diese Dinge. Was aber ganz wichtig ist mit der Gesundheitssorge, wenn man die als Betreuer, Betreuerin übernimmt, oder die auch in der Vorsorgevollmacht beinhaltet ist. Man hat keine Verpflichtung zu persönlichen Pflegeleistungen oder Transportdiensten
und auch keine Aufsichtspflicht. Also Sie müssen den Betroffenen nicht zum Arzt begleiten. Ich habe über 30 Betreuungen. Ich sage immer den Ärzten, wenn die sagen, ja, Sie müssen persönlich erscheinen, sage ich, schön, dass Sie mit mir jetzt telefonieren. Wenn ich mit allen 30 Betreuten regelmäßig beim Arzt aufschlagen würde, würden Sie mich am Telefon hier nie erreichen. Und deswegen, ja, für Krankenhaustermine oder sowas gibt es Nachbarschaftshilfen. Es gibt Unterstützer, die da mitfahren können. Es gibt vielleicht Angehörige, die mitfahren können und die hinterher, was weiß ich, einen Obolus kriegen. Aber es ist nicht die Aufgabe des Betreuers, der Betreuerin. Mit der Gesundheitssorge dürfen Sie Einwilligung in ärztliche Untersuchung, Operation, Heilmaßnahmen, wenn der Betroffene einwilligungsunfähig ist. Und man muss hierzu sagen, die Einwilligungsunfähigkeit ist viel, viel ja, geringer angesetzt als die Geschäftsfähigkeit. Man verliert eher die Geschäftsfähigkeit als die Einwilligungsfähigkeit. Der Betroffene, der Betreuer muss für den Betroffenen die ärztlichen Heilbehandlungen sicherstellen und muss schauen, dass der zum Arzt kommt, dass der Arzt ins Pflegeheim kommt, dass der die notwendigen ärztlichen Behandlungen, die er braucht, bekommt. Er darf aber auch ärztliche Heilbehandlungen nach dem selbstbestimmten Willen des Betroffenen ablehnen und muss hier dann auch, wenn es eine Patientenverfügung gibt, die umsetzen oder die Anwendbarkeit prüfen. Und wir empfehlen eigentlich jedem Betreuer, wenn er neu eine Betreuung übernimmt und die Gesundheitssorge hat, das Thema Patientenverfügung mal anzusprechen. Es gibt von den Kollegen vom SKM Freiburg Patientenverfügung in leichter Sprache auf deren Homepage, also auch für kognitiv eingeschränkte Menschen gibt es da Vordrucke, die man da nutzen kann. Und deshalb ist es auch mit Menschen, also in Pflegeheimen oder in der Behindertenhilfe machbar, Patientenverfügung zu besprechen. Bei einer vorhandenen Patientenverfügung, klar, muss die umgesetzt werden und durchgesetzt werden. Und die Ärzte müssen den Betreuer informieren. Die haben sogar eine Informationspflicht und müssen, weil sie ja auch keine Schweigepflicht dem Betreuer gegenüber haben. So sollte der Betreuer halt nicht entscheiden, was ist jetzt Eingriff oder nicht. Mit Gänseblümchen oder sowas das ausprobieren, das ist schwierig. Deswegen Patientenverfügung und Gespräche mit den Betroffenen, was die wollen, sind da sehr sinnvoll. In der Gesundheitssorge gibt es auch ein paar Genehmigungspflichten, wo der Betreuer gar nicht alleine entscheiden kann. Und zwar, wenn es um Untersuchungen und Eingriffe geht, die eine begründete Gefahr darstellen, dass mit dem vorzunehmenden Eingriff eine Gefahr für Leib und Leben des Betroffenen einhergeht. Also wenn ein hohes Risiko besteht, dass der Betroffene vielleicht versterben kann. Oder wenn, das war das Leben und der Leib, wenn wir zum Beispiel von einer Amputation sprechen. Ja, Diabetiker zum Beispiel, dann wird mal ein Zeh abgenommen, weil die Durchblutung nicht stimmt. Aber da braucht man auch keine Einwilligung vom Betreuungsgericht mit der Gesundheitssorge. Aber wenn es dann schon so Unterkante-Amputation oder oberhalb vom Knie geht, das sind Punkte, da entsteht ein länger andauernder Schaden, der auch nicht wieder behebbar ist. Das Bein wächst nicht nach für den Betroffenen. Und da ist es sinnvoll und auch notwendig, dass das Gericht dazu stimmt. Und das Betreuungsgericht braucht man auch, wenn der Betreuer und der Arzt kein Einvernehmen über den Willen des Betroffenen haben. Es gibt vielleicht eine Patientenverfügung, der Arzt sagt, die stimmt noch nicht über, also das passt noch nicht, die Situation passt nicht. Und der Betreuer sagt, doch, die passt. Und er hat immer gesagt, ist da quasi das Gericht, der Dolmetscher, derjenige, der da hilft, die Wogen auch zu glätten und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ich muss Ihnen aus 18 Jahren Betreuungsrecht sagen, den ersten Punkt oben
mit der begründeten Gefahr für Leib und Leben. Ja, das hatten wir schon. Eine Betreute sollte amputiert werden. Die hatte das Jahr davor nach einem Oberschenkelhalsbruch aber die 50 Tage auf Intensivstation geknackt. Inzwischen war der allgemeine Zustand schlechter und ich habe gesagt, wenn die eine Amputation kriegt, machen wir, schläfern wir die quasi auf dem OP-Tisch ein. Das sah die Richterin und der Verfahrenspfleger auch so, die Ärzte nicht so. Und von daher, dann hat das Gericht entschieden. Es gab dann einen Arzt, der das nicht lustig fand und mir Vorwürfe macht. Und ich hatte dann das Gute, ich konnte mich quasi hinter dem Beschluss vom Gericht verstecken und sagen, das Gericht hat entschieden, ich darf nicht zustimmen. Und das hat mir damit damals quasi in die Entscheidung mit abgenommen, beziehungsweise hat meine Entscheidung als mitgetragen und mich da unterstützt. Und gerade wenn es um die Gesundheit von Angehörigen geht, ist es viel, viel schwieriger, als wenn ich für meine Betreuten entscheiden muss. Da kann ich entscheiden, da kann ich recht ruhig bleiben. Aber wenn dann doch mal Angehöriger auch von mir im Krankenhaus ist, dann kann ich da nicht ruhig bleiben. Da kriege ich Magenschleimhautentzündung und Sonstiges. Und von daher, das ist ein Punkt, da ist es gut, wenn jemand Neutrales vom Gericht da auch nochmal mit reinschaut und an der Seite des Betreuers, der Betreuerin ist, die vielleicht zu arg auch emotional betroffen ist. Mit der Gesundheitssorge hat man auch ja, die Pflicht, die Aufgabe, wenn es gebraucht wird, mit sozialen Diensten zusammenzuarbeiten, mit Unterstützern zusammenzuarbeiten. Und auch daher auf die aufmerksam zu machen, beziehungsweise auch die mit ins Boot zu holen. Der Krankenhaussozialdienst ist da so eine ganz große Schnittstelle, die auch beim Entlassmanagement aus dem Krankenhaus oft gebraucht wird. Und ja, die Stellen sind in den Krankenhäusern nicht gut besetzt, beziehungsweise sie haben viele, viele Patienten, die sie versorgen sollen. Und dann sollen Anschlussbehandlungen, Kurzzeitpflegen und sonst was gesucht werden. Und wenn die dann hören, da ist ein Betreuer, eine Betreuerin oder ein Bevollmächtigter, dann versuchen sie, diese Aufgaben abzutreten. Aber es sind Aufgaben des Krankenhaussozialdienstes, die Entlassung mit zu managen. Und von daher verweisen wir ganz oft Ehrenamtliche, die bei uns bei der Beratung anrufen, oh, ich soll jetzt einen Pflegeplatz suchen. Und die Ärzte haben gesagt, es muss ganz schnell gehen, aber ich weiß nicht, wo ich noch nachfragen soll. Wo ich dann sage, sollen die Ärzte doch mal auch mit ihnen zusammen den Krankenhaussozialdienst dazu tun, holen. Dann sieht man mal, wie schnell es geht. Die wissen nämlich auch, dass man von heute auf morgen keinen Heimplatz findet. Klar hat man als Betreuer auch mit ambulanten Pflegediensten zu tun oder mit sozialpsychiatrischen Diensten, Lebensende vielleicht auch mit spezialisierten ambulanten Palliativversorgungsteams und ambulanten Hospizdiensten. Das ist nur eine kleine Auflistung, die große Auflistung. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen, mit denen man da wie zusammenarbeiten könnte. Okay, ich schalte mich einfach mal ganz kurz rein. Es sind doch keine Gerne. Fragen. Okay, aber ich denke, das war jetzt ja selbsterklärend, die Gesundheitssorge. Es geht ja auch einfach darum, das mal zu erfassen, was ist da alles mit verbunden, gell? Ja. Also insofern würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass Sie im Vortrag fortfahren. Gell? Genau. Ich habe nachher vielleicht im Anschluss noch mal ein paar kleine Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, aber die können wir auch hinterher mal noch mal besprechen. Gerne, okay. Frau Huber. Und wie ist schon jetzt die vorhin angekündigt, die Rechten und Pflichten bei der Aufenthaltsbestimmung? Ja, man kann vermitteln, helfen in Einrichtungen. Man darf ummelden, wie vorhin schon gesagt, nach einem Umzug. Und man braucht den Bereich, den Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung, wenn man anfragen möchte oder zustimmen möchte zu unterbringungsähnlichen Maßnahmen oder zur Unterbringung. Unterbringungsähnliche Maßnahmen sind Bettgitter, Bauchgurte. Es gibt auch so tolle 5- und 7-Punkte-Sachen in Betten. Sedierende Medikamente, die bewusst zum Sedieren gegeben werden, die nicht ein Schmerzmittel oder sowas sind, was auch sediert, solche Dinge. Und Unterbringung ist in einer psychiatrischen Klinik, in einer geschlossenen Abteilung, in einem Pflegeheim, in der geschlossenen Abteilung, weil man weglaufgefährdet oder sowas ist. Aber mit der Aufenthaltsbestimmung kann ich niemand gegen seinen Willen in einem Pflegeheim, in einer Einrichtung oder
in eine andere Wohnung bringe. Und das ist das Wichtige, was ich Ihnen heute sagen will. Das klingt hochtrabend, Aufenthaltsbestimmung, aber gegen den eigenen Willen des Betroffenen geht nichts. Und es ist auch gut so. Das fanden wir lustig, die Fixierung. Kann man da nichts anderes machen? Es gibt hier auch ein Rosa. Nein, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann zum Thema Fixierung, wo man oder unterbringungsähnliche Maßnahmen vermeiden. Bei uns in der Region hat sich da ein ganz großer Arbeitskreis von Apothekern, Betreuungsbehörden, Betreuungsgerichten von uns zusammengetan und wir haben versucht, entziehende Maßnahmen zu vermeiden. Die Heimaufsichten haben danach wirklich zurückgemeldet, die auch mit im Boot waren. Es sind 80% weniger geworden. Ja, also ich habe keinen Betroffenen bei meinen über 30, der ein Bettgitter hat, der irgendwo fixiert werden muss. Und das ist super toll, weil es andere Möglichkeiten gibt. Und die müssen ausgesetzt werden. Es gibt Niederflurbetten, wenn man da hinausfällt. Ja, man kann sich den Oberschenkel brechen, aber wenn da noch eine dicke Matte oder ein dicker Sitzsack oder sowas davor liegt, dann bricht man sich auch nicht. Uns hat mal ein Arzt in einem Vortrag gesagt, wenn man aus dem Bett fällt, ist es die chirurgische Fallhöhe, weil der Chirurg dann den Oberschenkelhals oder sowas ritzen muss. Wenn jemand über ein Bettgitter geht, ist es die neurochirurgische Fallhöhe, weil der Bettgitter klettert, fällt meistens mit dem Kopf nach vorne und landet auf dem Kopf oder der Halswirbelsäule. Und dann werden die Neurochirurgen gebraucht. Und das ist viel gefährlicher als quasi ein gebrochenes Bein. Ja, Sie sehen, der Betreuer ist der, allem gegenüber dem Sozialamt, dem Richter, den Ärzten gegenüber den Betroffenen, der für ihn das Zünglein, der Finger an der Waage, an der Wippe ist. Auch wenn da viele, viele sind, kann der Betreuer, die Betreuerin da ausschlaggebend sein. Ein Betreuerausweis sieht so aus, da steht oben drin das Aktenzeichen und. Da würde es dann bei mir stehen, Frau Stefanie Kurz ist als Betreuerin bestellt worden für Herrn, für die Aufgabenkreise. Und das ist dieser Ausweis, wo ich vorhin gesagt habe, das ist der Ausweis, wo keine Daten, wo keine Erklärung ist, warum ist etwas bestellt, warum ist ein Betreuer bestellt worden, worum geht es da? Das steht da nicht drin, es steht nur drin, es ist die Bescheinigung, dass sie sich für den Betroffenen einsetzen dürfen und wenn das Amt beendet würde bei einer Überprüfung, dann müssen sie das Original zurückgeben. Da ich glaube, keine Fragen dazu gekommen sind, dann kommen wir jetzt zu den Aufgaben des Betreuungsvereins. Genau, es ist nach wie vor so, dass noch keine Fragen eingegangen sind. Ich denke, alle lauschen Ihrem Vortrag, Frau Kurz. Ich hoffe, ich habe keine Fragen. Ja, aber auch das müsste dann zurückgemeldet werden. Also ich kann da nur ermuntern, das ist so, genau. Ja. Ich denke, Sie fahren einfach fort. Genau. Also die Aufgaben eines Betreuungsvereins, wir müssen Kraftgesetz die Querschnittsaufgaben ausfüllen. Das ist Beratung zu rechtlicher Betreuung. Wir beraten die Ehrenamtlichen, wir bilden die fort, wir begleiten auch bevollmächtigte Menschen und beraten die. Wir können die Beratung kostenfrei anbieten, da wir von Kommunen und Ländern gefördert werden. Auf Spendenmittel sind alle Betreuungsvereine angewiesen. Dann führen wir, und das müssen wir, selber rechtliche Betreuungen führen, wie gesagt, über 30. Und wir könnten von der Betreuungsbehörde weitere Aufgaben zur erweiterten Unterstützung bei der Vermeidung von der Betreuerbestellung übertragen bekommen. Aber das ist ein ganz neuer Punkt seit diesem Jahr und das Land Baden-Württemberg hat sich dazu entschieden, dies in Modellregionen zu machen. Und da gibt es Betreuungsbehörden, die jetzt erweiterte Unterstützung anbieten.
Von daher kann ich Ihnen zu dieser Aufgabe nichts sagen, weil die Region Heidelberg-Rhein-Neckar ist keine Modellregion. Was sind Querschnittsaufgaben? Wir beraten Betroffene, Angehörige und sonstige Personen zu Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und wir dürfen es jetzt auch richtig zu Patientenverfügung. Zu allen betreuungsrechtlichen Fragen, klar auch die Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten und wir müssen auch neue ehrenamtliche rechtliche Betreuer gewinnen. Wir machen Einführungsveranstaltungen, Fortbildungen, Beratungen und Unterstützung vom Gericht bestellten ehrenamtlichen Betreuerinnen. Die müssen, wenn sie für jemand Fremdes, der keine nahe Bezugsperson oder Familienangehöriger ist, eine Vereinbarung mit einem Betreuungsverein abschließen. Diese Vereinbarung müssen wir anbieten und müssen ihnen da auch dann einen festen Ansprechpartner benennen. Und wir sollen und müssen Verhinderungsbetreuungen für Ehrenamtliche anbieten, wenn diese wegen Krankheit oder Urlaub verhindert sind und ausfallen. Und da ist der Punkt, ja, ich sage, das ist eine spannende Aufgabe dafür, Verhinderungsbetreuung. Wir haben das in der Vereinbarung, dass wir da auch rechtzeitig was eigentlich wissen müssen, dass uns Unterlagen zukommen müssen, weil so auf dem hohlen Bauch meine Verhinderungsbetreuung von einer fremden Person führen, geht nicht, wenn ich den Betroffenen nach seinen Wünschen und seinem Willen unterstützen soll. In diesem Jahr mit der Betreuungsrechtsänderung hat sich für Ehrenamtliche leider auch etwas verändert. Es wird die persönliche es gibt eine Zugangs- oder Eignungsvoraussetzung, nämlich eine persönliche Zuverlässigkeit, die man haben muss. Bei den Betreuungsbehörden muss man ein Führungszeugnis und einen Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis vorlegen. Das Führungszeugnis ist für Sie genauso kostenfrei wie die Auskunft aus dem zentralen Schuldnerregister. Und für das Führungszeugnis bekommen Sie von der Betreuungsbehörde ein Schreiben, dass Sie das fürs Ehrenamt bräuchten. Und dann kriegen Sie das bei der Gemeindeverwaltung kostenfrei. Dann bekommen die Betreuungsvereine seit diesem Jahr die Kontaktdaten von den bestellten Betreuerinnen und Betreuern. Und zwar, wenn in Heidelberg ein Betreuer bestellt wird, der aber in Stuttgart wohnt, dann würde die Betreuungsbehörde in Heidelberg dem Betreuungsverein Stuttgart mitteilen, da gibt es einen Ehrenamtlichen, um den ihr euch bitte kümmern müsst und nehmt mit dem bitte Kontakt. Also Sie bekommen auf jeden Fall mal Post von einem Betreuungsverein. Dann hat sich in diesem Jahr die Aufwandspauschale auf 425 Euro verändert. Diese Aufwandsentschädigung steht jedem ehrenamtlichen Betreuer nach den ersten 12 Monaten mit dem ersten Bericht zu. Man kann die erleichtert geltend machen. Und zwar ist es so, dass man die quasi einmal im ersten Jahresbericht beantragen muss und anschließend bekommt man sie jedes Jahr einfach überwiesen. Betreuer, also die keine Familienangehörigen sind, müssen mit einem Betreuungsverein eine Vereinbarung abschließen und Angehörige können diese Vereinbarung auch mit den Vereinen abschließen, aber bei denen ist es eine freiwillige Basis, die können das machen, nachdem sie den Brief von uns bekommen. Und es sind Schätzungen von Kollegen von mir, dass ich 10% aller Angehörigen den Betreuungsverein wahrscheinlich anschließen werden. Und dann wäre ich mit dem Part schon am Ende. Die Frau Huber hat noch ein paar Fragen, das weiß ich. Genau, die Teilnehmer haben jetzt auch nichts gefragt. Genau, ich würde die Freigabe mal stoppen, damit man wieder auch uns sieht. Mehr. Ja. Genau. Für mich war nochmal
Sie haben vorhin gesagt, viele, also gesetzliche Betreuer sind auch die Angehörigen selber, dass das eine recht hohe Zahl ist. Warum machen die Angehörigen nicht die Vorsorgevollmacht, sondern sind dann gesetzliche Betreuer? Was führt dahin? Gäbe es da Vor- und Nachteile? Macht es Sinn, sich als Angehöriger vielleicht da auch rechtzeitig mal beraten zu lassen, was so die Vor- und Nachteile sind einer Vorsorge Vollmacht oder einer gesetzlichen Betreuung? Also, häufig ist es so, Ihre Klienten und Klienten sind ja, ich sage jetzt mal, aus allen Altersgruppen. Aber wenn Sie auf meinen Vorsorgevorträgen sitzen, ich möchte an niemanden zu nahe treten, die Menschen sind 70 plus. Davor muss ich mich ja nicht drum kümmern, dass ich Hilfe und Unterstützung brauche, weil ich kann ja noch alles selber. Und das ist leider, finde ich, ein Trugschluss, gerade wenn man nicht im gleichen Ort arbeitet, wohnt und arbeitet. Auf dem Weg dahin kann was passieren. Es kann jederzeit irgendwo was passieren, weil irgendwann, wenn wir nur über die Straße gehen, einer die rote Ampel überfährt und einen. Von daher, es ist aber einfach ein großes Tabuthema in Deutschland, sich mit dieser Vorsorge Vollmacht oder mit dieser Vorsorge für schlechte Tage auseinanderzusetzen. Und die Vorsorgevollmacht, sag ich immer, es braucht jemanden, dem Sie tausendprozentig vertrauen, weil wer das Original der Betreuung der Vorsorgevollmacht in der Hand hält, kann damit handeln. Also in Und allen zusätzlich Bereichen einer der Kunst. Vorsorgevollmacht, ja, aber die ist ja immer quasi wie eine Generalvollmacht für alle Bereiche. Die Vorsorgevollmacht, das raten wir allen, wer eine Vorsorgevollmacht macht, das geben Sie Ihren Bevollmächtigten eine Bankvollmacht. Weil die Banken ganz oft sagen, wir erkennen noch nicht mal eine notarielle Vorsorgevollmacht an, lassen Sie sich zum Betreuer bestellen. Und eine Bankvollmacht, wenn ich die Ihnen heute erteile, Frau Huber, dann könnten Sie heute an mein Konto gehen. Und deswegen ist es einfach eine Sache, wo ich eine Vertrauensperson brauche, deswegen das Übertriebene von mir, der ich 1000% vertraue. Dass sie nur an mein Konto geht, nur sich das Original der Vollmacht holt und einsetzt, wenn ich wirklich nicht mehr kann. Also das heißt, es hat durchaus auch Vor- und Nachteile, sowohl Genau, ein Vorsorgevollmacht Bevollmächtigter, und gesetzliche Betreuung. ein Bevollmächtigter wird nicht vom Gericht kontrolliert. Der kann mit den Geldern machen, was er möchte. Und der Bevollmächtigte hat ja auch die Punkte, wo wir es vorhin hatten, mit Freiheitsentzug oder den schwerwiegenden Eingriffen mit Amputation, wo es um Leib und Leben geht. Da braucht er auch die Genehmigung vom Gericht, wie ein Betreuer auch. Aber das ist der einzige Fall. Und dadurch, dass der keinen Jahresbericht macht und unter handelt, wenn er das Original in der Hand hat, ohne Kontrolle. Eine Frage wäre noch mal, was ab und zu bei uns auch in der Beratung kommt, wenn man, wenn irgendwie so vielleicht auch die Chemie nicht so stimmt zwischen derjenige, der die Unterstützung braucht und dem Betreuer. Inwieweit hat man denn eine Wahlfreiheit bei der Betreuung? Also auch seit diesem Jahr neu, auch wenn es ein Berufsbetreuer ist, jeder betroffene Mensch kann vor Bestellung seiner Betreuung darauf drängen, dass er den Betreuer kennenlernt, ehe der bestellt wird. Wenn wir beim SKM Ehrenamtliche vermitteln, sage ich immer, wir vermitteln Zahnräder, die zusammenpassen müssen. Und deswegen müssen die sich kennenlernen, müssen gucken, ob die Chemie stimmt. Aber das ist mit einem Kennenlerntermin manchmal gar nicht machbar. Und ich habe 2022 einen Ehrenamtlichen zusammen mit der Betreuungsbehörde, eine Dame, vermittelt, wo wir wussten, eigentlich hat sie eine Körperbehinderung und ja, es sollte klappen, da sollte ein Ehrenamtlicher ausreichen. Was nicht bekannt war, war die psychische Erkrankung. Die Frau hat einen Selbstmordversuch begangen, landete in der psychiatrischen Klinik.
Die Psychiatrische Klinik hat nach mehreren Wochen behandelt gesagt, also alleine wohnen, zu Hause, kann diese Frau nicht mehr. Da musste der Betroffene einen Heimplatz suchen. Ja, dann nach der Intervention von mir in Zusammenarbeit mit dem Kliniksozialdienst. Die wurden dann auch irgendwann fündig. Die Betroffene ist umgezogen an einem Montag im April. Ich werde es nicht vergessen. Und am Dienstagmorgen finde ich als C-Amt mache, eine Mail von meinem Ehrenamtlichen, der mir weiterleitet, die Mail vom Heimleiter vom Abend vorher, der am Einzugstag mitteilt, nach der Kurzzeitpflege, die sie bei uns begonnen hat, steht der Heimplatz für ihre Betreute nicht mehr zur Verfügung, weil sie hat sich heute so und so und so und so benommen. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, also das ist eine Betreuung, die ist nicht mehr geeignet für den Ehrenamtlichen. Und dann haben wir, die Betreuungsbehörde und ich haben dann geguckt, er hat den Antrag gestellt auf Betreuerwechsel, die Betreuungsbehörde hat von einem Berufswissen gesucht und dann sind wir recht zügig. Aber auch wenn der Betroffene sagt, ich kann mit dem Menschen nicht, ich komme damit nicht klar, dann guckt man, dass man dem Betroffenen hilft. Und dann kann der natürlich auch einen Betreuerwechsel beim Gericht beantragen. Also das wird das Gericht einfach entschieden. Die alle Halbjahre einen neuen Betreuer haben wollen, weil wenn du nicht das Richtige sagst, dann ist es... Aber es gibt auch wirklich welche, die sagen, boah, ich kann mit dem so nicht zusammenarbeiten. Ja. Okay, das... Ja, jetzt will ich gerade hier nochmal gucken. Ich glaube, ich habe auch viele. Also ich denke, es ist schon auch sehr gestärkt worden nochmal jetzt rechtlich auch zum Jahresbeginn. Ich denke, es ist auch nochmal gut rausgearbeitet worden, was von Ihnen die Unterstützung, die auch Ehrenamtliche bekommen, auch über die Betreuungsvereine zum Beispiel. Gell? Und die haben die Betreuungsvereine im Land Baden-Württemberg. Also die Qualität zu verbessern, auch im Ehrenamt vielleicht auch nochmal, dass sich da jemand gut anbinden kann und auch rechtlich gestützt wird und dass das auch Angehörige in Anspruch nehmen können. Ich denke, das ist ja auch durchaus neu und ich denke, das finde ich auch... Ja, die haben Betreuungsvereine immer angeboten. Ja, Angehörige kochen gerne ihr eigenes Süppchen. Ja, und gucken, dass sie das in der Familie geregelt kriegen und wie sie das hinkriegen. Fremde Ehrenamtliche waren schon immer bei uns mehr bei Veranstaltungen und sowas, weil die sich immer, weil sie ja für fremden Menschen handeln, den sie eigentlich nicht kennen, Unterstützung geholt haben. Ja. Das ist immer das Beispiel Eltern von Behinderten. Also so geistig behinderten Kindern mit Down-Syndrom zum Beispiel, da werden die Kinder nie erwachsen, wenn die Eltern die Betreuung übernehmen. Also ich werde nie vergessen, in einer Wohngruppe, die waren alle 25 bis 30 Jahre alt, da haben sich die Eltern als Betreuer aufgeregt, dass die Wohngruppe, die ambulant betreut wurde, dass da die Mitarbeiter des ambulant betreuten Wohnens nicht im Schrank geschaut haben, ob der ordentlich aufgeräumt ist. Dann böse gefragt, ob sie möchten, dass ihre Eltern zu Besuch kommen und bei ihnen Zwangskontrollen machen. Okay. Ja, also, und ich habe auch schon in der Schule für geistig Behinderte einen Vortrag gehalten und habe da ganz klar gesagt, es müssen nicht die Eltern die Betreuung übernehmen. Es kann manchmal sinnvoll sein, jemand Außenstehenden zu haben, und die Eltern dürfen Eltern bleiben oder die Kinder dürfen Kinder bleiben und übernehmen Jobs als Kind. Aber wenn das Kind auf einmal den Eltern das Geld einteilen muss oder sowas, das kann einfach auch zu Konflikten führen. Ja. Also das heißt auch nochmal, vielleicht die Anregung durchaus auch für Familienangehörige, so die eigenen Rollen nochmal so zu reflektieren oder sich eben auch die Unterstützung zu holen. Ja. Ich denke, dass man auch nicht alles immer nur selber leisten muss, sondern dass es da auch Ansprechpartner gibt, wo man auch mal hingehen kann, zu sagen, kann ich da vielleicht auch eine Hilfe bekommen. Gell? Genau so. Okay.
Ja, ich denke, das war so ein bisschen unser Anliegen, einfach auch die Arbeit von Betreuungsvereinen auch bekannt zu machen, dass man so ein bisschen einordnen kann. Zum einen, was ist rechtliche Betreuung, aber auch nochmal zu gucken, wo kann man auch Unterstützung bekommen, gell? Wo kann man sich im Vorfeld auch beraten lassen? Ich denke, wir erleben auch bei uns immer wieder MS-Betroffene, die sagen, wo kann ich mich denn hinwenden, um da vielleicht mich einfach auch mal beraten zu lassen für den Fall, was wäre denn wenn? Das heißt, muss Ja. ja noch gar nicht so weit sein, dass man es braucht, aber sich da vielleicht doch auch rechtzeitig einfach mal mit diesen Themen zu befassen. Und ich denke, das war auch mit Sinn und Zweck auch eines Vortrags, dann noch mal zu gucken. Und die Dann ORM-Vereine sind in der Erzdiözese Freiburg unterwegs, im Zollernalbkreis und in Sigmaringen, aber in Württemberg sonst nicht. Es gibt in Württemberg Betreuungsvereine. Und Frau Huber, Sie haben im Vorgespräch gesagt, bei Ihnen quasi in den Beratungsstellen sind die Listen bekannt vorhanden, wo es überall vor Ort einen Betreuungsverein gibt. Genau, also wenn da jemand Fragen hat, die können sich auch immer gern an uns, ans Beratungsteam wenden. Was ich auch noch als kurzen Werbeblock sagen kann, es gibt von der Caritas eine Online-Beratung zu rechtlicher Betreuung und Vorsorgevollmacht. Die ist anonym. Die wird von den STM und SKS-Vereinen in Baden-Württemberg, von den beiden STM und SKS-Vereinen bespielt. Das sind nur, ich sage jetzt mal, wir katholischen Träger, weil es halt eine Caritas-Beratungsstelle ist, drin. Wir decken das ganze Land Baden-Württemberg ab. Anonyme Beratung, wo man sich auch nochmal Hilfe holen kann, wo sich auch betreute Personen Hilfe holen können und anonym nachfragen können und ihre Fragen loswerden können. Und wir antworten normalerweise spätestens innerhalb von 48 Stunden. Ja, schön. Auch da nochmal danke, Frau Kurz, für den Hinweis. Ich denke, das ist doch auch für den einen oder anderen einfach eine gute Möglichkeit, da mal Fragen loszuwerden. Auch die Kontaktdaten liegen uns vor. Also wie gesagt, man kann sich da gern an uns wenden. Dies war ein Audiopodcast von Amsel e.V. Weitere unabhängige Informationen zu Multiplen Sklerose findest du auf www.amsel.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.